Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3, ich ruckelfrei, was ich doch hoffe. Und nun müssen wir in die Speisekammer. Das wäre geschafft. Töte Wir sind Gorm hier nicht allein. in der Speisekammer. Wir müssen uns also jetzt einem Feind stellen. Ihr seid derjenige, der Fürst Belial getötet hat. Ich werde es genießen, euer Fleisch von euren Knochen zu reißen. Dann versuch's doch, Gorm, der Herr der Völlerei. Ein etwas größerer Boss, den wir uns in Akt 3 entgegenstellen müssen, aber auch er wird untergehen. Auch er bekommt unsere Macht zu spüren. Nicht genug Zorn. Jetzt laden wir mal ein bisschen Zorn auf. So, und jetzt geht's los, mein Lieber. Und das war's mit dir, du Vielfraß. Aber die Luft hier beißt sich in die Haut wie ein verfluchter Aasfresser. Bleibt nicht stehen. Bewegung verhindert, dass das Blut gefriert. Und wir haben neues Wissen, dann hören wir doch mal rein. Gorm ist der größte von Asmodans Sündenleutnants. Er besitzt nicht weniger als 4 Mäuler. Sein unstillbarer Appetit ist sicherlich seine mächtigste Waffe. Doch seine Galle und, nun ja, andere giftige Körperflüssigkeiten sind ebenso tödlich. Bei der letzten Schlacht verschlang der Fürst der Völlerei 6 Engel, inklusive ihrer Speere. Okay, dann haben wir ein bisschen über den Vielfraß erfahren und Gorms Tagebuch haben wir auch noch. Auch hier hören wir mal rein. Die menschlichen Gefangenen geraten in Panik. Dann ist ihnen wohl aufgefallen, dass es frisches Fleisch nur dann gibt, wenn vorher einer von ihnen schreiend weggebracht wurde. Das geht so nicht weiter. Tötet die, die sich weigern zu essen, und verfüttert sie an ihre hungrigen Freunde. Wenn die schön fett geworden sind, dann bin ich bereit zu speisen. Der frisst also nur das Beste vom Besten. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Lakaien. Ihr habt eure Zerstörung nur herausgezögert. Nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Ihr Stein wird trotzdem mir gehören. Das werden wir ja sehen, Asmodan. Leutnant Lavail hat uns was zu sagen. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Dann werden wir gleich mal danach schauen. Jetzt wollte ich mal einen grünen Stein in unsere Waffe packen, denn wir haben eine bessere Waffe gefunden mit Sockel. Jetzt haben wir 22.950 Schaden. Und damit 24.585. Erhöht halt nur den kritischen Treffer Schaden. Dafür müssen wir halt erstmal, ja, kritischen Trefferschaden verursachen, damit wir auch mehr machen. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben hier Neues zu erzählen. Nein, das war falsch. Hier. Der Templer hat uns nichts zu sagen, aber Hedrick hat uns was zu sagen. Und zwar über die letzte Etappe. Die Zeit ist nur so verflogen, seit ich mich euch in Neu-Tristram angeschlossen habe. Schaut uns jetzt an. Wer hätte gedacht, dass es uns hierher verschlagen würde? Und jetzt bringt uns jede Stunde, die vergeht, näher zu unserem Ziel. Aber haben wir wirklich eine Chance? Es ist eine schwere Bürde, doch wir werden sie gemeinsam tragen. Man muss jede Chance nutzen, denn sonst ist es sinnlos, überhaupt weiterzukämpfen. Mein lieber Hedrick,
So, und der habgierige Shane hat uns auch noch was zu sagen über harte Fragen. Oh je, das ist aber ein strenger Gesichtsausdruck. Ihr könnt genauso gut sagen, was ihr denkt. Wenn ihr wahrlich ein Gott wärt, könntet ihr das von euch gesuchte Juwel einfach herbeibeschwören. Ihr seid also kein Gott. Nun, ich habe nie behauptet, einer zu sein. Außerdem ist das Juwel so mächtig, dass es sich selbst einem Gott widersetzen kann. Ihr behauptet also doch, ein Gott zu sein. Oh, tue ich das? Der Shen bleibt aber weiterhin geheimnisvoll und will uns nicht die Wahrheit verraten. Die Karawane hat es bis zu uns geschafft. Ja, wir wissen das schon. Aber Handel ist nicht so unser Ding, weil es nicht wirklich viel bringt. Da warten wir lieber auf bessere Items, die wir finden können. Der Schuft hat uns auch was zu sagen über den Reichtum des Schufts. Was stellt ihr mit all den Reichtümern an, die ihr findet? Ich finanziere damit selbstverständlich mein verdorbenes und extravagantes Leben. An einem Ort wie diesem? Das bezweifle ich. Na schön. Vielleicht habe ich ja auch woanders eine bessere Verwendungsmöglichkeit für meine Schätze gefunden. Ihr sendet sie fort? Ihr? Wir haben alle unsere Schulden abzuzahlen, mein Freund. Der hat also Schulden bei jemandem und zahlt diese ab. Es ist immer noch am Ruckeln. Ich verstehe nicht, warum. Ich muss auch diese Aufnahme nur erstmal bei 20 Minuten lassen und muss schauen, wie ich das hinbekommen ich werde. Ich verliere die Kontrolle! Wir müssen jetzt Lea unterstützen, um die Dämonen zurückzutreiben. Dann reden wir mal mit Lea. Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Dann sollten wir keine Zeit mit Reden verschwenden. Ich werde ihre Frontlinien durchbrechen, den Krater betreten und der Sache ein Ende bereiten. Das sehe ich auch so. Aber wir schauen uns mal Leas Buch an. Leas Tagebuch aus der Bastion, Teil 4. Ich dachte, ich müsste sterben, als ich sah, wie der Zorn der Dämonen aus dem Seelenstein entkam. Tyrael und mein Begleiter kämpften gegen sie, aber ich konnte ihnen nicht helfen. Es war, als gäbe es einen Schleier zwischen ihnen und mir. Was tut der Seelenstein mir an? Asmodan muss endlich sterben. Dann werde ich wieder ich selbst sein. Wir werden dafür sorgen, Lea. Dann reden wir mit Adria über das Ende des Krieges. Schon bald wird der letzte Herrscher der Hölle besiegt sein. Was werdet ihr tun, wenn es vorüber ist? Vorüber? Dieser Krieg wird niemals für mich enden. Selbst wenn wir alles Böse für immer besiegen würden, so werde ich doch die Narben dieses Albtraums bis ans Ende meiner Tage tragen. Und Lea? Ich wünschte, Lea könnte das Leben haben, das ich niemals hatte. Aber in Wahrheit fürchte ich, dass auch sie verdammt sein wird. Das sehe ich nicht so. Verhext. Alle Gespräche mit Adria geführt in Akt 3. Oder insgesamt, weiß ich gar nicht. Ich schau mal kurz nach. Alle Gespräche mit ihr geführt, okay. Gut zu wissen. Dann reden wir mal Tyrael. Wie die Bastion erbebt? Das sind Asmodans Belagerungswaffen. Die Rettung dieser Mauern war nur von Bedeutung, wenn sie jetzt nicht doch noch zertrümmert werden. Ich werde seine Waffen zerschmettern, bevor es dazu kommt. Endlich! Und wir können mit ihm über den ewigen Konflikt reden. Erzählt mir mehr vom ewigen Konflikt. Seit Urzeiten kämpfen die Mächte von Himmel und Hölle um die Kontrolle über den heiligen Weltenstein. Bis zu dem Tag, an dem er von Abtrünnigen gestohlen und dazu benutzt wurde, eure Welt zu schmieden. Seitdem haben sich die Mächte der Hölle mehr dafür interessiert, die Menschheit zu verderben, als sich uns auf dem Schlachtfeld zu stellen. Sie wollten die Menschheit zu einer Waffe machen? Sie wussten, dass die Menschheit das Zünglein an der Waage sein und das Mächteverhältnis für immer in eine Richtung verschieben würde. Und ganz offensichtlich habt ihr das auch. Wir werden weiter an dieser Waage kurbeln.
Die Entstehung der Welten. Beziehungsweise die Erstehung der Welt. So. Was wisst ihr über die Entstehung unserer Welt? Um dem ewigen Konflikt zu entkommen, kam eine Gruppe abtrünniger Engel und Dämonen zusammen und erschuf ein verstecktes Paradies für sich selbst. Sie nannten diese Welt Sanctuario. Letztendlich vermischten sie sich und daraus entstand die Menschheit. Aus diesem Grunde habt ihr sowohl Gutes als auch Böses in euch und die Macht über beide Reiche als euer Geburtsrecht. Die Macht eurer Nephilim-Vorfahren flößte ihren Eltern so viel Furcht ein, dass diese den Weltenstein veränderten, um sie zu schwächen. Sie wussten, dass sie etwas Unvorstellbares auf die Schöpfung losgelassen hatten. Auch eine interessante Geschichte, dass die Menschheit aus einer Paarung von Engeln und Dämonen entstanden ist und wir der Mittelweg sind. Hört man ja auch nicht alle Tage. Dann hören wir doch mal der Verzauberin zu, was die Kleine uns zu sagen hat über den Heiligen Pakt. Ich erinnere mich daran, wie ich vor dem Propheten stand. Mein Leben hing an einem seidenen Faden, doch er hat mich und meine Schwestern geheilt. Warum hatte er an euch Interesse? Er war beeindruckt, dass wir die Dämonen getötet hatten. Als wir uns wieder erholt hatten, bot er an, uns weiter auszubilden. Und ihr habt eingewilligt? Ja, ich schulde ihm mein Leben. Es würde ihm Freude bereiten zu wissen, dass ich dabei helfe, die Herrscher der Höllen zu töten. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, wir würden dich auch gerne dabei unterstützen, aber in dem Fall eher passiv als aktiv, denn wir nehmen dich ja nicht mit, aber wir werden unser Bestes geben. Die Woge der Schlacht hat uns Hedrick noch mitzuteilen. Dann hören wir auch hier nochmal zu. Die Männer erwarten von euch, dass ihr sie führt. Wenn ihr die dämonischen Horden zurücktreibt, gibt ihnen das neuen Mut. Der Verlauf dieser Schlacht hängt von euch ab. Wir geben uns gegenseitig Kraft. Vergesst das nicht. Ja, und ohne die Menschen wären wir auch nichts. Dann hätten wir auch nichts zu beschützen und würden dieses Risiko nicht eingehen und nicht so kämpfen. So, die Sachen verwerten wir mal wieder. Ist zwar im Endeffekt besser, aber ich habe jetzt keine Lust, diesen einen da reinzufügen und dann rumzufriemeln. Wir warten noch, vielleicht finden wir noch mal ein oder zwei weitere. Damit wir das auch noch mehr höher aufwerten können, wie auch immer. Und mehr haben. Der habgierige Shen kann uns was über die Schlachtfelder sagen. Dann hören wir auch hier zu. Ihr geht hinaus? Ich muss. Asmodan wartet. Zieht euch warm an. Ein oder zwei Kleidungsschichten mehr könnten nicht schaden. Zu warm gibt es nicht, sage ich immer. Eure Garderobe hat sich seit der Wüste kaum verändert. Oh nun, das ist recht simpel. Ich stecke mir einfach ein paar Feueropale in die Taschen und unter meine Hemden. Dann wird mir nicht kalt. Die ersetzen die lange Unterwäsche. Okay. Die Dinge scheinen besser zu stehen, Martha. Es gibt kaum noch etwas zu töten. Ich wusste, dass du es schaffst. Da sind noch andere Soldaten außer mir, falls du es nicht bemerkt hast. Nein, das habe ich nicht bemerkt. Okay, hier hört man auch ein bisschen die Gespräche der anderen Leute. Und nun müssen wir uns durch das Ariator bewegen, obwohl es hier ruckelt. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es leider nicht sagen. Die Bastion ist gerettet. Jetzt gehe ich auf das Schlachtfeld, wo Asmodans Kriegsmaschinen unsere verstreuten Soldaten bombardieren. Wir werden uns um die Kriegsmaschinen kümmern. Sprecht mit Fadewebel Pale vor dem Ariator. Das machen wir doch. Es heißt, er hätte Belial für Kaldeus getötet. Es ist gut zu wissen, dass er auf unserer Seite ist. Ja, das, die Leute sprechen also auch darüber. Nicht schlecht gemacht.
dann mal weiter. Hier hinten sieht man auch an diesem Turm diesen so einen Wurm. Nydos-Wurm heißt der, glaube ich. Nee. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Wurm heißt. Auf jeden Fall diesen riesen Wurm, der auf der Mauer immer die Gegner ausspuckt. Finde ich geil gemacht, dass er da so aufgespießt hängt. Man muss ja auch mal immer diese kleinen Dinge im Hintergrund auch mal betrachten. Und nicht immer alles als selbstverständlich nehmen. Es ist ein gutes Gefühl, wieder auf dem Schlachtfeld. Und nicht hier einfach nur blind lang zu laufen. Ab und zu zählen auch die kleinen Dinge. Da ist der Feldwebel doch. Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Das werden wir doch machen, aber wir kümmern uns erst hier um die Kaserne. Die will ich ja auch noch gerne mitnehmen. Ebene 1 und es ist schon wieder am Ruckeln. Es ist einfach nur nervig und wir haben neues Wissen dazu bekommen. Die Qualstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Bei meiner Seele! Klingt ja nicht so wirklich berauschend und wir werden hier von Elite-Gegner verfolgt. Dann werden wir uns mal darum kümmern, aber nicht hier in diesem engen Raum mit lauter Arkanstrahlen. Wir wollen das Ganze ja auch versuchen zu überleben, nicht zu sterben. Auch wenn das in diesem Spiel hier nicht endgültig ist, es ist kein Hardcore-Modus. Können wir mehr von denen finden? Aber ich muss es ja auch nicht provozieren. Ja, relativ bessere Armschienen, nicht wirklich sehr effektiv, aber ich lasse die jetzt mal aus. Ein bisschen mehr Schaden, dafür weniger Zähigkeit. Da sind doch direkt nochmal Elite-Gegner. Hier geht's ja richtig ab. Ich benötige mehr Zorn. Wir sind auch kurz vorm Stufenaufstieg. Komm mal her da unten, du blöder Schamane. Rufst die ganze Zeit Einheiten herbei. Oh, ich hasse das, wenn die abhauen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. So. Jetzt sind die dran. Nicht genug Zorn. So. Ach, das war's noch nicht. Nur einer da. Aber einen Stufenaufstieg haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist ja Geschichte. Gut betucht. Ein weiterer Erfolg. Was haben wir denn noch gefunden? Ein Ring. Ja, Armschienen, die nicht wirklich was bringen. Und es hängt wieder. Echt nervig. Ich muss halt erstmal schauen, dass ich nach dieser Aufnahme irgendwie den Grund deswegen herauszufinden oder irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das zu unterbinden. Denn das ist wirklich komisch, warum es nur bei Diablo 3 momentan der Fall ist und in keinem anderen Game. Diablo 3 ist ja nicht wirklich ein grafisches Meisterwerk. Es hat zwar auch gute Grafik, ich hab's auf höchste Leistung stehen, aber da spiele ich weitaus qualitativ höhere Spiele, was die Grafik anbelangt. Das ist mir noch ein Rätsel. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. So, wie groß ist das denn jetzt hier noch? Hoffentlich nicht allzu groß. Ich habe das Gefühl, oben ist der richtige Weg, deswegen gehen wir erstmal unten lang. Vielleicht ist es aber noch andersrum. Wir werden es erfahren. Noch nicht bereit.
Stufenaufstieg hat uns ja wiederum nichts gebracht. Das ist ja eher noch so eine Naja-Sache, müssen wir halt noch abwarten. Aber 56 ist gut und 60 wäre noch besser. Denn dann kommen so langsam die entscheidenden und wichtigen Items ins Spiel. Und dann sieht die Sache auch schon ganz anders aus, was Schaden, Zähigkeit und Leben angeht. Also das ganze Paket, weil es dann massiv gesteigert wird. Habe ich mich aus Versehen verwandelt. Das wollte ich eigentlich nicht. Heute ist nicht euer Tag. Nun gut, haben wir es einmal in Kauf genommen. Ah, Mist. Hier unten klappern wir noch schnell die Ecke da ab. Denn das ist nicht der richtige Weg. Gut. Und hier auch gut. Da unten ist aber noch was. Wieder eine Abzweigung. Blöd, blöd. Hoffentlich ist das der falsche Weg. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Denn normalerweise wäre die Aufnahme jetzt wieder am Ende. Aber das ist halt das Blöde bei Diablo. Man kann einfach keinen schnellen Quicksave machen. Man muss das Ganze hier zu Ende führen. Deswegen spiele ich Diablo auch ganz gerne immer am Stück. Weil diese großen Ebenen und gerade kurz vor einem Bosskampf, diese ganzen Werkstattdinger und so, das verbraucht halt alles sehr viel Zeit. Man kann das nicht halt immer pro Folge planen, sondern immer nur pro Aufnahmesession. Anders geht es ja auch gar nicht, weil die Regionen ja auch viel zu groß sind, um die in einer 20-minütigen Folge durchzubekommen. Und 20 Minuten sind ja sogar noch großzügig. Andere YouTuber haben nur 15 Minuten. Was ja eigentlich normal ist. Das Licht wird stärker.